Ja. Ich bin auch Europasenator, ja, Gregor. Sag ja auch gleich noch was zu. Ja, liebe Genossinnen und Genossen, liebe Gäste, hab da so einen Anruf bekommen von meinem Freund Jan Korte. Der hat gesagt, wir feiern hier links, wo das Herz sitzt, wo das Herz schlägt. Komm doch mal vorbei und erzähl ein bisschen was über Kulturpolitik. Ich habe im Nachhinein darüber nachgedacht, warum eigentlich. Ist ja sonst bei so prominenten Veranstaltungen eigentlich auch nicht unbedingt ein Thema bei uns. Und dann ging mir so durch den Kopf, könnte damit zu tun haben, dass wir dieses Jahr im September dasselbe machen wollen, was wir letztes Jahr in Berlin im September gemacht haben, nämlich eine Wahl gewinnen. Und es ist ja durchaus nicht untypisch für eine linke Partei, also durchaus nicht typisch für eine linke Partei, wenn sie dann Koalitionsverhandlungen führt, wenn sie dann mitregieren kann und dort auch viele inhaltliche Themenstellungen durchgesetzt bekommt, dass sie ausgerechnet aufs Kulturressort zugreift. Gibt dann auch Leute, die sagen, was machst du denn so ein Klimbim, so ein langweiliges Zeug, irgendwie sind doch keine harten Themen, sind doch keine harten Geschichten für linke Politik, da musst du doch Soziales, Integration, Arbeit, Bauen, Wohnen, Mieten und so, das sind doch die Themen, Kultur, pa, so. Nur ist das Schöne bei uns in Berlin ja, dass wir diese anderen Themen auch mitverantworten. Und dann gibt es natürlich unterschiedliche Gründe. Also wenn man aus Berlin kommt, gibt es natürlich erstmal einen Grund, Kultur zu machen und auch Europa und auch Denkmalschutz, weil Berlin ist zum einen eine großartige Kulturstadt. Diejenigen, die von euch öfter hier sind, wissen das. Und wenn man sich den Zustand der Welt anguckt, des Landes, insbesondere unseres Landes, Rassismus, Menschenverachtung, Dumpfbackentum, dann zeigt sich relativ deutlich, Kultur und Bildung sind für alle Menschen unverzichtbar, so niedrigschwellig wie möglich, am besten kostenfrei. Dafür muss man kämpfen. Eine Linke kann nur eine Kulturlinke sein. Und deswegen muss eigentlich der letzte Zweck von Politik, wie Gregor es immer so schön sagt, immer ein Mehr von Politik sein. Es darf niemals ein Weniger an Kultur sein. Was heißt das? Kultur folgt erstmal grundsätzlich überhaupt keinem Zweck, auch keinem Linken. Es ist bei uns in der Partei ja manchmal so der Glaube, wir müssen die Kultur für unsere politischen Zielsetzungen instrumentalisieren. Gucken wir uns in anderen Ländern um, dann sehen wir, wie das so funktioniert. In der Türkei machen sie das. Ich bin hier kaum ins Amt berufen worden. Da hat das polnische Kulturinstitut, wurde die Leiterin des polnischen Kulturinstituts abberufen, weil sie aus Perspektive ihrer Regierung in Warschau keine nationale Kulturpolitik, ausreichende nationale Kulturpolitik macht, sondern weil sie sich zu sehr darum bemüht, unterschiedliche kulturelle Einflüsse geltend zu machen, für ein Europa der Vielfalt zu kämpfen. Das hat in Warschau für die Abberufung gereicht. Aber wir haben auch in Deutschland solche Dinge. Wir haben beispielsweise an der Schaubühne das Stück von Falk Richter 4, wo mehrere AfD-Politikerinnen per Gerichtsbeschluss versucht haben, dagegen vorzugehen, weil sie meinten, dass sie da in ihren Persönlichkeitsrechten verletzt werden. Also es muss immer darum gehen, die Freiheit der Kunst gegen politische Instrumentalisierung zu verteidigen, egal aus welcher Richtung. Das steht mal vorne an. Und dann ist es völlig zu Recht gesagt worden, das ist die eine Herausforderung vor Ideologisierung oder politischer Instrumentalisierung, muss man die Kultur verteidigen. Man muss aber auch klar haben, dass es weitere Bedrohungen für die Freiheit der Kunst gibt. Eine der Bedrohungen ist die Not, sich am Markt zu verwerten, das heißt das Verschwinden kultureller Infrastrukturen. Deswegen kämpfen wir hier in Berlin für eine gute Ausstattung, gerade der Infrastruktur, die vielen zugutekommt, der Kinder- und Jugendtheater. Da sitzt Kai Wuschek, der Intendant des Theaters an der Parkaue, sehe ich gerade von hier. Wir kämpfen dafür. Wir kämpfen dafür, dass die Vermittlungsarbeit in den Museen gestärkt wird. Wir kämpfen für eine Gedenkkultur, die der wechselvollen deutschen Geschichte wirklich gerecht wird. Und da gehört natürlich die furchtbare NS-Zeit dazu. Da gehört aber auch das geteilte Deutschland dazu. Die Frage, wie wir mit unserem eigenen Erbe umgehen, das gehört auch alles dazu. Da kann man sich auch nicht wegducken. Und wenn wir schon mit öffentlichen Mitteln Kunst fördern, dann möchte ich, dass wir das nicht tun, indem wir prekäre Beschäftigung fördern. Wir haben im Nachtragshaushalt im Februar als einen der ersten Schritte 6,7 Millionen Euro zusätzlich eingesetzt, um für die nicht tariflich gebundenen Einrichtungen der Kulturszene die Tarife der vergangenen Jahre nachzuholen, die damals von der alten Regierung nicht bezahlt worden sind. 6,7 Millionen ohne ein Bild mehr, ohne eine Galerie mehr, ohne eine Aufführung mehr, nur um soziale Standards zu sichern. Und liebe Genossinnen und Genossen, das muss linke Kulturpolitik leisten.
Als coole Stadt ist es natürlich so, dass nicht nur viele Menschen gern nach Berlin kommen, um die Kulturszene zu genießen, sondern insbesondere in einer Niedrigzinsphase überlegt auch das Kapital, was es hier in Berlin so anfangen kann. Und das Kapital ist auf die dufte Idee gekommen, hier in Grund und Boden, in Immobilien und Beton investieren zu wollen. Das hat die Konsequenz, dass die Räume insgesamt für freie Kulturszene, für freie Entfaltung der Einzelnen beschränkt wird und dass darüber hinaus natürlich auch Mieten teurer werden und so weiter. Künstlerinnen und Künstler sind in der Regel nicht die mit dem hohen Einkommen. Es gibt auch welche, ich gönne denen das auch. Aber die meisten von denen haben nicht allzu viel. Und deswegen wird die kulturelle und künstlerische Freiheit natürlich auch bedroht durch zunehmend schwerere soziale Verhältnisse in unserer Stadt. Steigende Mieten, verschwindende Atelierräume, Verdrängungen von Kunsteinrichtungen aus den bislang immer noch existierenden Immobilien. Deswegen haben wir uns hier vorgenommen, wir wollen die Atelierräume, die Produktionsräume für Kunst hier in Berlin vervierfachen auf 2000 bis zum Ende der Legislaturperiode. Ist ehrgeizig, aber ich hoffe, wir schaffen das. Wir wollen zusätzliche Räumlichkeiten schaffen für die Kulturinstitutionen, die von Verdrängung bedroht sind. Auch das ist eine Aufgabe linker Kulturpolitik. Und schließlich... Wenn wir Kunst fördern, dann möchte ich nicht, dass, wie es bundesweit derzeit ist, nur 10% der Bevölkerung überhaupt in die Theater, in die Opern, in die Museen und dergleichen geht. Denn wenn wir schon mit öffentlichen Mitteln Kunst fördern, dann möchte ich, dass auch die gesamte Gesellschaft an dieser Kunst teilhaben kann, Zugänge bekommt und so weiter. Das bedeutet... Das bedeutet, wir müssen natürlich materiell was tun. Der Regelsatz... Der Hartz-IV-Regelsatz sieht für den Bereich Freizeit, Unterhaltung, Kultur ein Budget von insgesamt 45,15 Euro vor. Kann jeder selbst rechnen, was das bedeutet. Und wenn du dich entscheiden musst, ob du deiner Tochter eine neue Winterjacke kaufst oder ob du dir vielleicht mal einen Kinobesuch oder einen Theaterbesuch leistest, dann fällt für viele die Entscheidung ganz klar aus. Aber es ist nicht nur das. Sind nicht nur die materiellen Hürden, mit denen ich mich niemals abfinden will und mit denen wir uns als Linke niemals abfinden werden, dass Leuten das Geld nicht in der Tasche steckt, was sie brauchen, um Kultur zu genießen. Dann gibt es noch einen zweiten Aspekt. Selbst wenn wir allen ganz viel Geld geben würden, würde trotzdem die Hälfte von denen immer noch nicht in unsere Kultureinrichtungen gehen. Vielleicht zum Helene Fischer-Konzert oder zu Mario Barth ins Olympiastadion. Aber vielleicht nicht in unsere Museen, vielleicht nicht in unsere Opern und Theater. Warum nicht? Weil das, was da passiert, aus ihrer Sicht mit dem, was ihr Leben bestimmt, nichts zu tun hat. Das heißt, wir müssen einerseits dafür sorgen, dass in Kitas, in Schulen schon beginnend die Kleinsten Zugang zu den Kulturtechniken bekommen, sich mit Kultur und Kunst auseinandersetzen können. Dass sie keine Sorge haben, wenn sie ins Theater gehen, weil sie sich dort fremd fühlen, weil das mit ihrem Leben nichts zu tun hat oder weil sie meinen, da dürfe man nur hin, wenn man ein Jackett und ein Schlips, na Schlips habe ich jetzt nicht, aber wenn man ein Jackett anhat. Das geht nicht. Da müssen wir was ändern. Und wir müssen auch den Leiterinnen und Leitern der Einrichtungen, die selbstverständlich künstlerische Freiheit genießen. Ich werde dem Nachfolger von Herrn Peymann nicht sagen, was er auf die Bühne stellen muss. Ich kann vielleicht mal anregen, dass er mal mit Nina Hagen redet und überlegt, ob das Programm da nicht ganz gut hinpasst. Aber entscheiden wird er das selber. Das ist künstlerische Freiheit. Aber was ich Ihnen sage ist, wenn ihr in einer Stadt wie in Berlin, wo es eine unglaubliche ethnische Vielfalt gibt, eine kulturelle Vielfalt gibt, wo es tatsächlich auch Armut und Ausgrenzung gibt, wenn ihr wollt, dass die Leute in größerer Breite in eure Einrichtungen gehen, dann müsst ihr euch selber verändern, ihr müsst euer Programm verändern, ihr müsst euer Personal verändern, ihr müsst das Publikum dadurch verändern, dass ihr zeigt, das, was ihr künstlerisch macht, hat mit eurem Leben was zu tun. Das ist eine ziemliche Herausforderung, das ist das Bohren dicker Bretter. Aber auch ohne diesen Anspruch braucht linke Kulturpolitik gar nicht antreten. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, eine Linke war mal viel, viel stärker kulturell in der Gesellschaft verankert, als das heute der Fall ist. Das ist bedauerlicherweise so. Und das müssen wir ändern. Und das ändern wir, wenn wir zunächst erstmal begreifen, dass Kultur kein Softskill, kein irgendwie nebensächliches Bullerthema ist, sondern dass eine Linke, wo immer sie kann, zugreifen muss auf die Kulturressorts, sie muss die Kunstfreiheit verteidigen, sie muss die Zugänge zur Kunst sichern, sie muss dafür etwas tun, dass alle, aber auch wirklich alle die Chance haben, an den Segnungen der künstlerischen Freiheit, die es in unserem Land ja noch gibt, tatsächlich auch teilzuhaben. Und darum, liebe Genossinnen und Genossen, kämpfen wir auf allen Ebenen, natürlich auch im September dann wieder im Deutschen Bundestag. Vielen Dank.